Schön, dass Sie wieder da sind bei Genial daneben. Es wird schwer heute für Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie uns Fragen eingeschickt haben. Es wird sehr, 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 sehr schwer, denn heute haben wir wirklich die Crème de la Crème, die intelligentesten Köpfe bei uns zu Gast. Da braucht ihr gar nicht zu lachen, das ist so. Ihr habt sie eingeladen, aber sie sind nicht gekommen. Aber wir sind jetzt alt da. Auch. Ihr seid alle da. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen einfach an und beginnen mit Henrik Henke aus Berlin. Und Henrik Henke aus Berlin möchte gerne wissen, wie versucht ein U-Bahn-Betreiber in Tokio, Selbstmörder vom Sprung auf die Gleise abzuhalten? Springt zuerst. Ein U-Bahn... Dann sehen die, was das für eine Sauerei ist und sagen, ach, nö, ich geh nach Hause. Wie versucht ein, was, ein U-Bahn-Fahrer? Ein U-Bahn-Betreiber. Ein Betreiber? In Tokio. In Tokio ist die U-Bahn privatisiert, dort gibt es mehrere private U-Bahnen und ein U-Bahn-Betreiber versucht halt Selbstmörder vom Sprung auf die Gleise abzuhalten. Das heißt, die haben also irgendwie diese Stationen gebrezelt mit Plakaten oder mit irgendwas Alten. Ja. Oder ich bin dafür, dass die schon so abgehackte, blutige Schaufensterpuppen irgendwie da so an die Gleise drapiert haben. Schönes Bild, so schöne Vorstellung auch. Ne? So nach dem Motto, mach das nicht, das ist nur Sauerei. Nein, nein, es ist anders, wenn ich das schnell sagen darf. Ja. Die haben diese Plakate und da steht drauf, dass Selbstmörder mit 100 Yen bestraft werden. Finde ich gut. 1000 Yen. 10.000? Jedenfalls sehr viel Geld, ne? Ja. Und dann springen die nicht. Die haben ja nicht. Ist ja so runter, die Wirtschaften alles, ne, dort. Ja, hast du auch nicht. Mein Tipp ist, die bieten alternativ Selbstmordgeräte an, wie zum Beispiel einen Galgen, der von der Decke hängt, eine Pistole, die in einem Schrank liegt. Harakiri. Ein Messer, was auf der Ding ist oder so etwas in der Art und Weise. Alles nur nicht die Gleise. Ja, genau. Aha. Genau. Ah, ich glaub, er hat einen, praktisch einen Tubus gebaut. Einen was? Ja, einen Tubus, in dem die U-Bahn wiederum fährt. Ein Tubus. Sodass gar keiner springen kann. Also sie hält an den Aussparungen, da gehen die Türen auf. Man kann gar nicht vorne und hinten. Also die U-Bahn in der Röhre nochmal in einer Röhre. Also wenn man da auf die Gleise springen will, knallt man gegen vor die, mit Anlauf knallt man vor die Röhre. Und wenn man sich so dazwischen und wenn das jetzt einmal fest genug springt, ist man tot. Ja. Sehr schön. Das ist eine sehr gute Idee. Vielleicht hört das ja einer mit jetzt gerade und denkt sich, wäre nicht schlecht. Vielleicht verteilen die vorher so kleine Faltzettel und sagen, wenn sie sich umbringen möchten, warten sie noch einen Tag, weil wir filmen das dann und sie kriegen Geld dafür. Oder sie bieten ihnen Frau, Haus, Job an. Ja, ich dachte gerade auch, so ein Schild, wo steht, wenn sie nicht springen, kriegen sie eine Woche Urlaub, weil die haben ja immer noch, sind ja immer noch am Arbeiten. Mhm. Lass uns doch mal die Idee von Herbert vielleicht ganz am Anfang nochmal aufgreifen. Was sagtest du nochmal, Herbert? Ich sagte, dass dort Zettel, Plakate stehen und eine Geldstrafe behängt wird oder vielleicht sogar eine Gefängnisstrafe, wenn man sich umbringt. Aber nicht für die Person natürlich, sondern für die Familie. Und dass die Familie in Haft genommen wird für das Aufräumen. Was? Wie war das? Die Familie wird in Haft genommen für die Aufräumarbeit. Richtige Antwort. Ja, dieser Betreiber dieser U-Bahn droht an, die Rechnung für die Aufräumarbeiten den Hinterbliebenen zu schicken. Das heißt, wenn die Hinterbliebenen der Grund sind für meinen Selbstmord, ist es in Tokio genau der richtige Ort, um den nachher noch an... Zum Beispiel. Auf jeden Fall hat sich das wohl rumgesprochen, denn die Selbstmörder springen in Tokio bevorzugt auf anderen Linien, die das nicht machen. Also bei dem ist das aufgegangen. Ja, Henrik, tut mir leid, richtig beantwortet. Silke Bayer aus Gernbach, liegt im Westerwald, möchte gerne wissen, was ist ein Besamungshieb? Ein was? Besamungshieb. Das kenne ich. Das ist ein ganz verzweifelter Karatekämpfer, einsam im Hotelzimmer nachts um 2 Uhr. Also was macht der? Dem fällt nichts jetzt mehr lustig. Ein. Der versucht, die Bettdecke zu besamen mit den ihm geläufigen Karateschlägen. Die aus alten Traditionen. Besamung? Nein, wir wissen das. Ne? Du weißt es auch. Ja, warum soll denn einer eine Bettdecke besamen? Ja, weil wenn der alleine im Hotelzimmer ist, wen soll er denn sonst besamen, Herr Bayer? Es ist, darf ich sagen, nein, ganz kurz, ich würde nur ganz kurz sagen, der Besamungshieb, das ist ein ziemlich unangenehmer Schmerz. Das weißt du.
Du hast denn Bezahlungsziel? Ich kann ich das jetzt sagen? Ja. Ich weiß es auch, aber was sagst du? Ich hatte ja vorhin schon gelesen. Ja. Ne? Genau. Ja. Es ist praktisch das Ejakulat. Hieb wie Schlag. Man sagt ja auch Schlagsuppe. Ja. So ist es. Daher kommt das der Ausdruck hieb- und stichfest wahrscheinlich. Nein, der Samenschlag, das ist ein Taubenpuff. Ja, ein Taubenpuff. Nicht also Schlag, der Schlag, es ist ja Hieb. Besamungshieb. Dann Schlag bin ich falsch. Dann ist es kein Taubenpuff. Kann es vielleicht sein, zum Beispiel aus der Züchtung, also bei Pferden oder Kühen oder so, und die sind dann so aufeinander und die haben sich ganz, ganz, ganz lieb, aber es kommt noch nicht und da steht hinten, so wie bei Misery mit der Axt, steht der Bauer und macht so einen gezielten Hieb, damit das da reinschießt und für Generationen kleine Furies und Black Beauties wieder geboren. Der Herbert weiß es genau. Da ist aber was dran. Da ist was dran. Es kommt aus der Tiermedizin. Sind wir uns darüber einig? Nein. Dann ziehe ich meine Wortmeldung zurück. Dann ist es vielleicht einfach nur der Ausdruck für das Geschlechtsorgan eines Insektes, eines Schmetterlings zum Beispiel. Besamungshieb. Vielleicht ist es sogar ein Flügelschlag. Eine bestimmte Art der Begattung bei Tieren muss es sein. Ne? Mit Sicherheit. Dann jetzt weiß ich es. Ja. Es ist so wie wir ja eine Lautverschiebung haben, gibt es auch den Lautverlust im Laufe der Geschichte. Und Hieb war früher Hiob. Wir kennen Hiobs Botschaft. Und der Besamungshiob ist der, der dem Gestütsbesitzer mitteilt, hat nicht geklappt. Schade. Es ist eine Mehlspeise in Österreich. Ja. Ich glaube, es hat etwas mit Kondomtesten zu tun. Kondome müssen ja getestet werden. Von die fleißigen, flinken. Ja, das gibt ja richtig so einen TÜV für Kondome. Die werden mit Wasser gefüllt und wahrscheinlich über verschiedene Größen gestülpt und was weiß ich was noch mit denen. Das ist so. Und der Besamungshieb ist vielleicht ein bestimmter Schlag im Kondomtest, damit sichergestellt ist, dass der Pariser nicht platzt. Falsch. Aber hübsch. Ich vermute, der Besamungshieb ist eine Abkürzung für bei einer solchen alten Mama und nicht genug Spaß hab ich ein Problem. Das könnte doch ganz menschlich sein. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann schlägt man es doch so auf den Popo und dann schreit es. Und den Dummen fällt der Schniedel ab. Das ging anders. Den Intelligenten fiel der Schniedel ab. Oder so. Und wenn man jetzt was säugen muss oder so, oder zum Beispiel eine Sippe muss fortbestehen, in der arabischen Welt, da geht es um viel Öl, um mehrere Frauen, einige Esel, ja? Und der soll jetzt besamen und der kann nicht. Und dann kommt so einer, so ein Hausklave mit so einer Keule und macht den Besamungshieb und dann, nein. Ich sage es euch. Sag's uns. Besamungshieb. Es ist eine Maßnahme in der Waldwirtschaft. Wobei Waldwirtschaft in diesem Fall mal ausnahmsweise keine Kneipe ist, sondern Wald. Um nach reichlicher Samenbildung der Mutterbäume den Aufwuchs zu unterstützen, wird das sogenannte Kronendach des Baumes oben die Blätter geöffnet, um die Lichtverhältnisse zu verbessern, damit die schneller wachsen können. Und das nennt man Besamungshieb. Wenn die das nach oben ein bisschen beschneiden, also wieder beschneiden, kommt auch wieder drin vor. Silke Bayer, 500 Euro. Gratulation. Ist das ja dann eine Intimrasur im Wald. Aber das funktioniert nicht. Bei dir haben sie ja die Krone auch gelichtet, du bist aber nicht gewachsen. Ich nicht, aber willst du mal meine Samen sehen? Okay.
Okay. Ich nicht, aber wenn ihr meine Samen sehen wollt. Lieber nicht. Wolfgang Leupold aus Wehr möchte gerne wissen, was macht die 70-Rappen-Briefmarke, die im März 2003 von der Schweiz herausgegeben wurde, zu einer weltweit einmaligen Briefmarke? Die 70-Rappen-Briefmarke im März 2003 von der Schweiz herausgegeben, zu einer weltweit einmaligen Briefmarke. Der hat keine Zacken. Nein. Ja, da gibt es auch gibt's andere. Mehrere. Die ist einmalig. Richtig, die gibt's aber warum? Achso, das reicht nicht einmal. Als Antwort. Ach, das reicht nicht als Antwort jetzt? Ah, schade eigentlich. Hatte also gedacht, die gibt es schon mehrfach. Die gibt es schon mehrfach. Die ist schon mehrfach gedruckt schon worden mehrfach. Und auch auf den Briefen verschickt worden. Ja. Ja, da ist zum ersten Mal etwas abgebildet worden, was vorher noch nicht abgebildet wurde. Da ist irgendwas jetzt drauf. Bin ich ja mal gespannt. Ich verstehe die Frage nicht. Es gibt doch sowieso weltweit nur eine 70-Rappen-Briefmarke. Und zwar in der Schweiz. Also jetzt überleg doch mal. Das ist richtig. Aber von diesen 70-Rappen-Briefmarken gibt es ja mehrere. Es gibt ja nicht nur eine. Und diese ganzen 70-Rappen-Briefmarken sind einmalig in der Welt. Nicht, weil sie 70-Rappen-Briefmarken sind, sondern aus einem anderen Grund. Aus welchem? Sie sind beidseitig gummiert. Oder haben auf beiden Seiten ein Bild drauf. Nein, nein. Liegt es am Motiv, was auf der Briefmarke drauf ist? Ist da zum Beispiel die menschliche DNA drauf oder irgendwas, was man erst jetzt gerade gefunden hat? Oder? Ich glaube, es ist sowas wie, da steht irgendwie 2004 drauf oder irgendwie sowas. Sie haben sich verdruckt. Auf allen? Ja, das ist der ein Druckfehler. Das hatten Sie ja gemerkt irgendwann. Oder nein, klar, das hat ein Schweizer hat sich natürlich das Motiv ausgedacht und die brauchen ja was länger. Und das Motiv ist nur halb fertig geworden und deshalb ist die Briefmarke nur oben bunt und unten ist sie weiß. Schöne Idee. Es ist die erste Smellorama-Briefmarke mit Käsegeruch. Smellorama? Nein? Ich hab es. Diese Briefmarke ist größer als jeder handelsübliche Umschlag. So eine Briefmarke. Der Hinkelstein unter den Briefmarken. Das wäre nicht schlecht, ja. Würde ich dir sogar zutrauen. Es ist etwas drauf, was es seither nicht mehr gibt. Nein? Wie seither nicht mehr gibt. Seit dem März 2003 gibt es das nicht mehr. Das heißt also, es ist etwas abgebildet, was so nicht mehr da ist. Ach so. Sie ist rund. Nein. Da war nicht die Empire Form. State Building. World Trade Center. Ja, World Trade Center. Das ist Saddam Hussein. In der Schweiz, ne? Nee, nee, nee. Ja, die haben was abgebildet. Ah, nee, das ist ja nicht einmalig. Die haben... Sie wurde übrigens am 6. März 2003 herausgegeben, zu einem bestimmten Anlass. Und das ist auch der Grund, warum sie so einmalig in der Welt ist. Natürlich. Okay, dann müssen wir nur noch rauskriegen. Wir gehen jetzt alle 6. März der letzten 270.000 Jahre durch. Da wird einer bei sein, der wirklich auffallend war. Zum Beispiel... Was habe ich denn gemacht den Tag? Aufgestanden? Er hat einen Freund von mir Geburtstag, den ich ganz herzlich grüßen möchte. Also es geht um den Anlass dieses 6. März. Ja, einen Tag nach meinem Geburtstag. Das müsste ich ja eigentlich wissen. Ja. Mhm. 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 Aus diesem Grunde wurde diese Marke herausgegeben. 2003, genau. Das war also dieses Jahr. Das war dieses Jahr. In der Hoffnung, dass die Sendung dieses Jahr noch ausgestrahlt wird. Natürlich. Es bezog sich auf eine bestimmte Wahl. Nein. Die da stattfand. Nein. Keine Wahl. Es bezog sich auf eine bestimmte Person. Nein. Da ist der Ötzi drauf. Und der ist doch in Österreich. Ja, das denkt man ja. Aber wer ist so langsam und lässt sich von einem Gletscher überholen, ne? Denkt man. Aber es waren eigentlich Es ist ein anderes Thema. Ja. Das ist ein Naturereignis, eine totale Sonnenfinsternis. Nein, Sonnenfinsternis war die Zeit nicht. Ne? 30. Mai war doch, warte mal. Es hat nichts mit Sonnenfinsternis. Nein. Ist es ein Nationaltag der Schweiz? So würde ich das nicht nennen. Nein. Irgendwas mit Wilhelm Tell? Fällt einem immer ein, nicht? Wird auf dieser Briefmarke das Wahlrecht für Frauen rückgängig gemacht? So hast du auch schon gedacht. Das ist möglich. So, da steht so drauf, Frauen wählt. Und dann, geht doch nicht. Auch eine gute Idee. Aber ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Richtig, ich glaube es auch. Ja, ich werde es euch sagen. Am 6. März 2003 feierte der Schweizerische Zentralverein für das Blindenwesen 100-jähriges Bestehen. Und die 70-Rappen-Briefmarke, die ich jetzt hier habe, ist die erste Briefmarke der Welt, die auch in Blindenschrift ist. Nein. Die kann man ertasten.
Das ist cool. Wollt ihr die mal haben? Ich gebe sie euch. Ja. Mal. Könnt ihr das mal gucken? Was für eine gute Idee. Hätten sie auch früher einfallen lassen können, ja, finde ich, oder? Hätten sie. Aber der Blindenverein musste erst 100 Jahre alt werden. Das ist die einzige Briefmarke der Welt, die in Blindschrift ist. Wolfgang Leupold, 500 Euro. Ich gratuliere Ihnen. Sehr schön. Ja, wo sitzt denn bitte im Publikum Gudrun Denniger? Gudrun, da hinten. Gudrun, Sie haben die große Chance, 500 Euro zu kriegen. Ich glaube, Sie schaffen es. Sie auch, ne? Ja, da sind wir uns einig. Gudrun möchte wissen, was ist eine Schwanzschraube? Sag mal, sind die Fragen alle für mich ausgedacht worden? Mein Gott. Was ist eine Schwanzschraube? Das ist auch ein Schmerz. Das ist eine Figur beim Turmspringen. Oh, die doppelte Schwanzschraube. Ja. Majestätisch taucht er ein mit einer doppelten Schwanzschraube und dann schwimmt er die Rosette. Ja. Das erfüllt uns jetzt alle mit großer Freude. Das zum Thema ein Schwank aus deinem Leben. Ja, natürlich. Ja, für manche ist es Alltag. Ich glaube, die Schwanz. Ich sage nur. Flipper? Ja! Flipper! Ja! Flipper ist ein Schwanz. Nein, Flipper ist ein Delfin. Aber ja. Delfine können ja auf der Hinterflosse. Und wenn die sich dann so drehen, das ist eine Schwanzschraube. Und jetzt sagt das falsch ist. Das ist falsch, Gudrun, ja? So, falsch. Es gibt ja den Fuchsschwanz, eine uns allen sehr vertraute Säge, die bei uns allen in den Heimwerkerkellern vor sich hin oder an der Antenne rostet. Ach so, das ist der Schwanz des Fuchses. Ich rede von der kleinen Säge. Ja. Und die Schwanzschraube sind diese kleinen Schräubchen, die den Griff an den Fuchsschwanz, an die... Naja, ich weiß, dass es falsch ist, normal, aber ich wollte was sagen. Ich habe nur gesagt, das ist falsch. Klar. Aber wollen wir uns nicht auf den Schwanz, sondern auf die Schraube fokussieren, Freunde der Nacht? Die Schraube. Ja. Dass es eine Schraube, eine spezielle Schraube ist? Ich könnte mir sowas vorstellen wie eine Schwanzschraube ist die Schraube eines Schiffes, die am hinteren Teil eines Gefährts, also an der Stelle, wo bei Tieren der Schwanz ist, also bei Tieren mit Schwanz der Schwanz ist, wo dann sich Nee, Schiffsschraube ist doch gut, Schraube. Wir sind wieder im maritimen Umfeld. Ein jiddisches maritimes Schiff. Schiff aus dem Mittelalter. Ja. Sehr schön. Nein. Österreichisch, achso, bitteschön, nein, bitte. Jetzt. Wir sprechen doch auch von Kontermutter. Ja. Und da passt dann eine Schwanzschraube rein. In die Kontermutter. Ja. Kontermutter, das klingt nach Schwiegermutter. Das ist es doch, nicht? Nein. Hast du die Schwanzschraube schon in die Kontermutter gesteckt? Darf ich mal was Verwegenes raten? Österreichischer Ausdruck für Prostituierte? Ich habe zu Hause ein österreichisch-deutsches Lexikon und da steht auch drin, Ausdruck für Nymphomanen in Österreich heißt Nudelfriedhof. Wirklich? Und dann könnt ihr doch die Schwanzschraube einfach so, die sind halt deftiger als wir. Also spätestens seit heute heißt die da so. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Na, aber vielleicht ist das das, was man wirklich am Manta brauchte, an der Antenne, war doch immer der Fuchsschwanz. Und der Fuchsschwanz an sich muss doch irgendwie daran geschraubt worden sein, an die Antenne. Vielleicht ist das die Schwanzschraube. Da haben sie das Fuchs vergessen vorne, einfach nur Schwanzschraube. Das Schwierige ist, wir wissen nicht mal, ob das entscheidende ist die Schraube ist. Ihr seid ganz weit weg. Ein Tier. Ganz weit weg. Kein Tier. Kein Tier. Kein Tier. Ein bestimmtes Segel. Ein. Guck, lass uns doch mal die Dame angucken. Lass uns doch mal darüber nachdenken. Was könnte die für Hobbys haben, wo man eine Schwanzschraube braucht? Fechtsport, Reiten kommt oft, Kinder. Reiten. Pferde. Haben Schwänze. Sie sieht aus wie eine Reiterin. Sie könnte eine Jägerin sein. Eine Schwanz. Ja, nein. Sie ja, wenn man doch durchaus eine Jägerin sein. Sich zweimal überschlägt und auf die Fresse knallt. Das ist eine Schwanzschraube. Ich glaube, sie ist Floristin. Es handelt sich um ein Gewächs, was schwanzartige, aus dem saftigen grünen Stamm schrauben sich schwanzartige Dolden. Schön. Ist Schwanzschraube etwas, was im Wasser lebt?
Lebt die Schwanzschraube im Wasser gut rund? Nein. Noch nicht. Ich würde mal kurz... Wer hier weiß überhaupt, was eine Schwanzschraube ist? Ich. Würde mich jetzt mal außen, ich und Gudrun. Also Gudrun und ich. Sonst keiner? Das kann alle. Die sind alle aus der Familie der Schwanzschrauben. Ich habe es. Das ist eine Selbsthilfegruppe. Ich habe es. Ich habe es. Halt dich fest, gut. Es ist ein Intimpiercing. Ja, sehr gut. Darauf einigen wir uns. Wir nehmen Intimpiercing. Es ist aus dem medizinischen Bereich. Ich sage es euch. Bitte. Oh Gott. Schwanzschraube nennt man den Verschluss am Lauf eines Vorderladers. Und ich habe gesagt Jagd. Ja, natürlich. Der vordere Teil des Laufes heißt Kopf und der hintere heißt Schwanz. Beim Vorderlader. Und da ist eine Schraube hinten drauf, sonst wird das Ding gerne nach hinten losgehen. So, und was hindert den Jäger, sich das als Piercing implantieren zu lassen? Bitte? Gudrun, 500 Euro. Bitte schön. Haben Sie sich redlich verdient, die 500 Euro, muss ich ehrlich sagen? Haben sich ganz redlich verdient, Gudrun, Schwanzschraube. Sehr gut. Es war mir klar. Wir kommen zu Jörg Klausberger aus Hennstedt-Ulzburg. Weiß jeder, wo das liegt, in Schleswig-Holstein. Aber keine, wie man es schreibt. Jörg möchte gerne wissen, woher kommt die Redensart, jemanden im Stich lassen? Ah, jemanden was? Von Jessica Stockmann. Im Stich? Hugo, ich lasse jemanden im Stich. Von Jessica Stockmann. Ja. Gut, war ein Versuch. Ich nehme an, irgendwie, wir sind wieder im Mittelalter oder irgendwas, ja. Im Stich lassen, jemand hat mit einem Florett oder mit einem Dolch jemanden verletzt und hat ihm aber dann nicht den finalen, hat ihn nicht zum Tode gebracht, sondern hat ihn nur in diesem Stich gelassen und hat ihn da verbluten lassen. Ansatz korrekt, dann wird es leider falsch. Aber der Ansatz ist richtig. Mittelalter. Vielleicht die Herren, die dabei waren. Es kommt vom Kartenspielen. Beim Kartenspiel, man hätte einen Stich nehmen müssen. Hat aber den anderen, der davon einen Nachteil hat, im Stich gelassen. Also der Antwort war richtig, Frau von Sinjes. Also Mittelalter und Kämpfen. Könnte das denn sein? Beim Kampf, beim Turnier zum Beispiel, wenn die so aufeinander losbrettern und dann mit der Lanze und dann durchsticht er den doch oft. Und wenn er das dann quasi nicht rauszieht, sondern so raclette-mäßig so mehr so drin lässt. So ein mittelalterliches Turnierfondue. Dann sagt der andere, Mensch, du hast mich aber im Stich gelassen. Wenn er das noch sagen kann. Ja, wenn er, kurz vorher. Also bis Turnier war alles korrekt, dann wird's falsch. Dann muss jetzt Herbert lösen. Mit der eingelegten Lanze, ne, reitet man ja auf etwas zu. Dann hat man noch eine zweite Chance und wird im Stich gelassen. Von wem? Vom König, also von dem Turnierleiter, der dann sagt, aha. So nicht. Du stichst jetzt nochmal. Ach so. Na, also das Recht, nein. Zweimal, beziehungsweise auch das Gegenteil. Stimmt so nicht. Aber wir sind sehr nahe dran. Ihr seid ganz nah dran. Ja, dann wollen wir das lösen. Also im Stich lassen heißt ja jemandem nicht helfen, der Hilfe braucht. Sagt man heute, ja. Genau. Und ich glaube, sowas wie im Stich lassen ist, wenn ich... Wenn ich angegriffen werde und der mit seinem Schwert zustechen will, also kurz vor dem Stich ist, dass jemand oder etwas, ich glaube, entweder eine Hilfsperson, eine zweite Person in einem Zweierkampf, weggeht, ihn in dessen anderen Stich lässt, oder aber selbigerseits wiederum zurückgedacht, das Schild, was ihn selber vor dem Stich schützt, zur Seite reißt und sich selber im Stich lässt. Im Laufe der Zeit hat sich das dann sprachlich verändert. Nein. Nein, das ist aber vielleicht hat es, wir waren ja im Mittelalter, wir waren schon bei Turnieren. Also bis Turnier ist alles korrekt. Ja. Also dann hat es vielleicht wirklich etwas mit dem Durchbohren der Rüstung zu tun und mit dem Knappen, der den Herren dann eben verlässt. Der verlässt hilft ihm oder ihm nicht hilft oder die Rüstung nicht aufmacht oder das Schwert nicht rauszieht. Ja, aber ich bin mit Knappe schon voll vorne. Der Knappe macht was, der lässt ihn irgendwie im Stich. Also eben der Knappe. Der Knappe gibt ihm die Ersatzlanze nicht. Weil sein eigen zersplittert ist, könnte der Knappe ihm ja eine Ersatzlanze. Ich glaube, der Knappe hilft ihm einfach nicht. Der lässt ihn einfach liegen. Also, wir lassen das mal so gelten. Wir lassen das so gelten. Wenn bei einem Turnier ein Ritter verletzt wurde und vom Pferd fiel, und der Knappe es nicht schaffte, aus irgendwelchen Gründen diesen Menschen aus der Gefahrenzone zu ziehen, dann ließ er ihn im Stich, weil der andere nochmal kam und nochmal rauf.
So ist das entstanden. Das ist im Stichlist. Aber ihr habt es gewusst. Es gibt keine 500 Euro. Ja, du warst schon von keine 500 Euro. Das war in der richtigen Gemengelage. Wir kommen zu Klaus Rüschpler. Rüschpler aus Minden. Und Herr Rüschpler möchte gerne wissen, was versteht man unter Schwengelrecht? Oh Gott. Prima lockte. Das kann Schwengelrecht, ich erklären. Ja, dann fängt der Thomas an und dann sag ich die Richtige an. Schwengelrecht. Das Schwengelrecht kommt aus der homosexuellen Tradition. Ja, weil wenn man... Nein, das ist wahrscheinlich, wenn es im Altertum, nein, auf einer Insel, ganz früher, Tahiti, ja, da gab es verschiedene Stammesfürsten und die den größten... Schwengel hatten, die hatten Recht. Die hatten Recht. Und das hat sich bis heute in den Bundestag übertragen. Das Schwengel. Ich glaube, dass ein Schwengel eine Wünschelrute ist, mit der man ja Wasseradern gesucht hat. Und ich glaube, dass es ein altes Recht ist, wegen mir aus Texas, Amerika, dass man, wenn man mit diesen Wünschelschwengeln eine Wasserader gefunden hat, dass man diese Quelle für sich beanspruchen durfte und sein Häuschen auf dem Grundstück bauen durfte. Das ist jetzt du und dann ich, ne? Das ist was? Das ist nicht Schwengelrecht. Nein. Wasser ist aber durchaus richtig. Es handelt sich nämlich um das Brunnenrecht, man erwarb also das Recht Wasser aus dem Brunnen und das machte ja man mit Hilfe eines Schwengels, mit dem man von unten den Eimer hochzog und deswegen hat der Volksmund, natürlich wissend, dass spätere Generationen bei Schwengel sagen, Schwengelrecht genannt. Nein. Ich glaube, aber sehr schön. Ich glaube, das Entscheidende ist ja nicht rauszufinden, was Recht ist, sondern was der Schwengel ist, wenn ich die Frage stelle. Und ich glaube, der Schwengel, wie ist, kann der Schwengel nicht das sein, was in der Glocke herumschwengelt? Und das Schwengelrecht war das Recht, diesen Schwengel zu schwengeln. Also der Messdiener, der das schwengelte. Auch nicht schlecht. Schwengel. Ein Messdiener mit einem Schwengelrecht. Das wäre zu schön. Wenn es denn so wäre. Also jetzt eigentlich weiß ich alles, aber es stimmt nur nie. Aber ich behaupte, der Schwengel ist doch eine alte Maß- und Gewichtseinheit. Und der Besitzer, sei es von Grund und Boden, wer immer dieses Recht hatte, dem gebührte der erste Schwengel. Sind wir uns darüber einig? Ist das wenigstens nah dran? Von mir aus können wir uns darüber einig sein, aber das ist nicht Schwengelrecht. Also, aber ist das denn nah dran? Wir sind aber ziemlich nah dran. Ach so, schade. Nein, es ist so. Altes Testament. Ja. Altes Testament, der Pentateuch, die ersten fünf Bücher Moses. Das ist der Scheffel, nicht der Schwengel. Verwechselt das? Nein, es hieß, mit einer Lautverschiebung, Schwengerrecht. Wir erinnern uns an die Geschichte von Onan. Und er ließ es auf die Erde fallen. Warum? Weil er seine Schwägerin nicht schwängern wollte, deren Mann, Esra, glaube ich, gestorben war. Er verweigerte sich also diesem Schwängerrecht, was eigentlich auch eine Schwängerpflicht war. Und später wurde aus dem RL Schwengelrecht. Aber wenn ich Scheiße erzähle, jetzt ist ja die Hölle los. Naja, du erzählst. Nein, aber das ist ja Quatsch. Nein, das ist Ehrfurcht. Schwengel. Vielleicht ist das irgendetwas, was... Aber meine Frau geschwengelt. Schwingungen zu tun hat mit Seilbahnen und Schwengel. Wir sind in der Schweiz oder in Österreich. Und es ist das Recht, wie man Seilbahnen von einem Berg in den anderen bauen. Ich glaube, es mittelalterlicher Begriff für Schwippschwager. Also es ist eine Familienbezeichnung. Schwippschwager war immer so ein schwieriges Wort. Deshalb hieß das im Mittelalter ja Schwengel. Und wenn die Frau abends rief, hol den Schwengel raus, dann kam der Schwippschwager aus der Kneipe. Und dann hatte sie recht. Na gut. Ich finde das aber mit den Familien finde ich genau richtig. Wir kennen das alle, Familienfeier. Alle sitzen zusammen und Oma will unbedingt eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen. So, sie will einen Schwank aus ihrer
Vergangenheit erst, aus ihrem Leben erzählen. Und der, der den Schwanker zählen, was? Schwanker, Schwenker, merkt ihr, was ich meine? Ja? Schwanker, ja, Schwenker, ist eine lange der hatte Reise. Das Schwengelrecht, der durfte einen Schwank erzählen. So, jetzt reicht's. Schwengelrecht. Schwengelrecht ist, also das sogenannte Schwengelrecht regelt die landwirtschaftliche Bearbeitung von Feldrändern. Das Schwengelrecht erlaubt dem Bauern die Befahrung des Nachbargrundstücks mit dem Ackergerät, wenn dies notwendig ist, um sein eigenes Feld zu bestellen. Man muss sich vorstellen, früher war es so, dass die Jungs und Mädels hinter dem Pferd hergingen und dieses Teil in der Hand hatten. Wenn die jetzt am Rand ihres Feldes gingen, dann mussten die ein Stück ja darüber kommen. Und das ist das sogenannte Schwengelrecht. Und was ist jetzt der Schwengel bei der Nummer? Dieses Teil ist der Schwengel. Dieses Teil. Was da hinten dran ist. Klaus Rüffschlag. 500 Euro für Sie. Schwengelrecht. Wir kommen zu Andreas Groß aus Bochum. Andreas möchte gerne wissen, wie verteidigen Wacholderdrosseln ihre Brut gegen ihren größten Feind, den Kolkraben? Wie verteidigen Wacholderdrosseln ihre Brut gegen ihren größten Feind, den Kolkraben? Die benutzen die Wacholderbeeren als Kanonenkugeln. Ja, die nehmen so, die haben so kleine Stöckchen, die nehmen die in ihre Schnäbelchen. Und wenn dann der Kolkrabe kommt, dann machen die so... Und schmeißen die Wacholderbeeren dem um die Ohren? Hm? Haben Raben überhaupt Ohren? Ich glaube nicht direkt. Ungefähr so viele wahrscheinlich wie der Wacholder. Ja, nein. Die singen den ganzen Tag Take Me Tonight. Das hält niemand aus. Nein, ich habe noch eine Idee. Die machen aus den Wacholderbeeren einen sehr leckeren Wacholder-Schnaps. Und wenn der Kolkrabe kommt, dann komm, Rabe, hier, trink mal noch ein Tröpfchen. Und dann ist der irgendwann so hackenbreit, dann fällt der von dem Nest mit den Eiern runter, liegt unten im Koma. Mit schwerem Kater im Koma. Hält sich die Ohren zu. Ja, sehr hübsch. Die Drossel ist sehr bekannt als Stimmenimitator. Und die macht den Raben nach. Und zwar krächzt sie wie ein noch größerer Rabe und das macht ihm verscheucht Angst. Den. Ne? Mhm. Und das ist auch die richtige Lösung. Mhm. Nächste Frage. Kommt gleich. Die Wahrheit ist viel einfacher. Richtig, das stimmt. Es ist ganz einfach so, der Kolkrabe ist ein großes, schweres Tier, braucht also einen kräftigen Ast, auf dem er sitzen kann, um das Nest auszuräubern. Folglich baut die Wacholderdrossel ihr klitzekleines, leichtes Nestchen mit den klitzekleinen Piepvögelchen-Babys in ein Gebüsch auf so ganz zarte kleine Ästchen. Und wenn dann der dicke Kolkrabe, dann Bruch, rauscht er durch den ganzen Busch und fällt auf den Kolkrabenarsch. Ich bin begeistert. Ist es? Ein großartiger Vortrag. Leider nicht, nee. Der legt die... Tarnen Sie die Brut? Ja, ich glaube, der, und zwar legt der... Klar, ich, die Namen kann ich von diesen Viechern nicht merken. Also der, das Opfertier legt... Der Kolkrabe. Der Kolkrabe. Das ist der Böse. Das ist der Böse. Ja, das Opfertier. Opfertier ist, der, ist die Wachtel... Opfertier ist Wacholderdrossel. Ich kann mir so einen Scheiß nicht merken. Wacholderdrossel, der Kolkrabe. Mit Opfertier so weiß doch jeder... Ja, mit Opfertier weiß doch jeder... Also, das Opfertier legt seine Eier in das Nest... des Jägertiers. Das wäre aber den Kuckuck jetzt. Ja, umgekehrt. Ja. Umgekehrt. Nein, schon. Also im Prinzip ja. Aber, umgekehrten ne? Falle schon nicht, weil der verdrängt nämlich nicht die... Ich habe das Gefühl, das ist falsch, aber ich bring's zu Ende, ob ihr wollt oder nicht. Weil, also der legt die da rein und dann wachsen die unter den Küken des Jägertieres und der Jäger denkt, wenn er seine Tiere sieht... Ui, das sind ja meine Tiere und nicht die anderen. Soll ich aufhören? Ja. Vielleicht sollte ich noch, erklärend als kleine Hilfe für euch hinzufügen, dass sich die Wacholderdrosseln gemeinsam gegen den Kolkraben verteidigen. Ah, sie rotten sich sozusagen zusammen. Die Mütter, die Verwandten. Das ist ja dann schon die Erklärung, Herr Balder. Nein, nein, aber was machen dann Fische machen die denn? Kennt ihr die Geschichte von dem Fisch im Wasser, der alleine bedroht ist? Ja, ist ein Kinderbuch, kenne ich. Und zwar, aber egal. Und die tun sich dann zusammen und machen sich zu einem großen Fisch und dann hat nämlich der Jägerfisch Angst. Die machen das genauso, nur nicht als Fische, weil die das Buch ja nicht kennen.
Das muss man wissen. So, die, wenn der böse Vogel kommt, dann geben die einen Adler. Ja, die geben den Adler. Ja, dann machen die ein großes, tun die so, als wären die ein großes Tier. Ich glaube, ich sage es euch mal. Durch Beschimpfen. Die rotzen sich zusammen und nicht durch Beschimpfen. Spatzen, ja, die Spatzen hängen das hier hängen ein Schild in nicht den durch Baum. Beschimpfen. Ja, dann sind wir wieder bei Kot. Die rotten sich ja, alle zusammen und kacken dem alle sowas von zu. Sucht sich diese Art von Fragen speziell für mich aus. Also um es ganz einfach zu sagen, sie bescheißen ihn. Ja. Ja, die rotten sich zusammen, fliegen gemeinsam Angriffe gegen den Kolkraben, bespritzen ihn mit ihrem Kot. Und diese ätzende Flüssigkeit kann das Federkleid des Kolkraben so beschmutzen, dass er nicht mehr fliegen kann. Dann sitzt die arme Sau unten und kommt nicht mehr hoch. Ich meine, dass man nicht mehr hochkommt. Es gibt kein Geld für Andreas. Es tut mir leid, Frau von Sinn hat es gewusst. Großartige Menschen hier heute, viel gewusst. Bedanke mich ganz herzlich. Das war genial daneben. Schönen Sonntag. Tschüss.